Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Unfinished Swan. Ja, wir haben uns weiter mit unseren guten Freunden, den Ranken, durch die leere Stadt gekämpft und sind immer noch auf der Suche nach diesem vermaledeiten Schwan. Und wir sind jetzt, sozusagen durch die Gärten hindurch auf den Dächern. Sind also ein Stück weiter oben in der Stadt. Und wir wollen immer noch zu diesem Turm dahin und da drüben sehe ich einen lustig frustigen Ballon. Genauso wie den Ballon, der da drüben an der Ecke hängt. Kann ich da jetzt lang? Also muss ich da lang? Weiß nicht, kann ich hier aufmachen? Nein, kann ich nicht. Hallo? Wo geht's weiter? Na, wenn man die Spuren des Spahns braucht, dann sehe ich da. Ich kann ja auch nirgendwo. Mit Ranken komme ich auch nicht viel weiter, glaube ich. Oder muss ich da drüben irgendwie? Nee. Ah, wahrscheinlich muss ich da um die. Mit den Ranken da um die Ecke zu dieser Brücke. Ja, so fügt es sich zusammen. So fügt es sich zusammen. Springen. Ja, höher. Ich muss höher. Höher. Noch höher. Eppa. Komm ich da durch? Aber das sehe ich doch im Ballon. Ein Ballon und ein Loch. Ach, durch das der Ballon jetzt verschwindet. Hallo. Er ist frei. So, hier helfen mir wahrscheinlich wieder die Ranken. Oder? Nö, tun sie nicht. Nein, Ranken. Wieso? Naja gut. Dann muss ich jetzt wohl an meine Ranken weitergehen. Schweren Herzens. Und auch keinen Buchstabe irgendwo zu sehen. Haufenweise Klamotten. Kleidung oder so. Vielleicht auch nur Papier, das zum Trocknen aufgehängt wurde. Und sehr Wasserpfützen. Ah, das. Die Strandmauer. Kapitel 5. Okay. Hier ist wieder ein Ballönchen. Und ein D. Möwen. Möwen. I see Möwen. Der König hasste das Meer, nur wegen seines ersten Schlosses. Denn gerade als er es in nur einem Tag fast fertiggestellt hatte, kam die Flut und spülte alles fort. Er schwor sich, eines Tages ein Königreich zu schaffen, das für alle Ewigkeiten halten sollte. Tja, so ist das mit Sandburgen. Sie halten halt nicht ewig. Außer man baut sie verdammt gut. Da hinten ist irgendwas Schwarzes. Kann ich jetzt wieder Ranken wachsen lassen oder so. Das Gestrüpp sieht mir verdächtig danach aus. Aber ich glaube nicht. Und hier ist wieder ein Fernglas. Rohr. Und ein versteckter Ballon. Komm. Komm. Menschenskinder. So. Okay, anscheinend eine riesige Königsstatue. Oh, ist das der König? Scheint so. Der König und ein Nilpferd. Vielleicht ein Haustier? Was anderes? Nee.
Ich habe den König gefunden. Oder nur ein Bild, was vor dem Fenster hängt, keine Ahnung. Kann ich irgendwas sehen? Nein. Gut. Dann folgen wir mal dem Treppchen. Und wir nähern uns langsam, aber sicher dem Turm. Wo ich auch dringend hin will. Oh, ein Riesenfisch. Riesenfisch. Soll ich da jetzt rüberspringen? Dann mach ich lieber von hier oben. Und hopp. Hopp. Und hopp. Das sind verdammt große Haie oder so. Das ist der richtige Weg und dass ich mich nicht hier irgendwie in eine Sackgasse manövriere. Und da hier ist ein Eimer. Hallo Eimer. Ja. Ranken. Ach. Okay. Da oben war das Esszimmer und jetzt haben wir hier wieder unsere guten Ranken, die uns irgendwie weiterhelfen sollen. Wie sie das machen wollen, weiß ich noch nicht, aber ich werde es eventuell gleich sehen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Riecht oben irgendwo hin? Nein, das ist auch das... guck an, da oben ist die gelbe Signalfarbe, die uns den weiteren Weg leuchten wird. Zu diesem super duper tollen Gitterstäben oder so. Komm mal ran. Geht voraus. Eben mir den Weg, dass ich nicht falle. Jetzt nicht durch oder wie? Ja, wo geht's weiter? Wahrscheinlich da zu der Seite. Jetzt ist aber auch schon gefährlich hier. Einfach so an der Mauer zu hängen, während unter mir die Haie schwimmen. Ah, da kann ich mal eine Verschnaufpause machen. Okay, wahrscheinlich geht's jetzt hier hoch. Wahrscheinlich, sondern auch sehr sicher. Jetzt weiter. Hallo? Geht's weiter? Da. Puh, Sprung der, des Vertrauens. Wie heißt das? Leap of Faith? Keine Ahnung. Da kann ich nicht rein. Schade. Dann geht's jetzt weiter. Von da oben kommen noch Ranken. Naja. Muss ich Monroe hier auch noch irgendwie ein schwindelerregende Höhenwagen, ja genau, so sagt man. Nur um diesen vermaledeiten Schwan zu finden. Und ich muss mir Sorgen machen, dass Monroe hier nicht abstürzt.
Was tut man nicht alles, um ein D zu treffen? Die Ranken überwucherten langsam das Königreich. Der König konnte sie nicht aufhalten. So entschied er sich, etwas zu schaffen, das es konnte. Er mischte Farbverdünner, Bosheit und Schnodder zusammen. Und schon bald entstand der Entwurf einer grauenvollen Kreatur. Doch erst als das Ding die Tentakel ausfuhr und mit den Kiefern schnappte, begriff der König, was er getan hatte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Angst. Och nö, jetzt müssen wir uns nicht auch noch mit so einem Monster rumschlagen, das hier irgendwo rumläuft oder wie. Ich hoffe, das ist nicht dieses Wassermonster, was wir hier manchmal sehen. Und eventuell frisst es auch noch den Schwan. Das wäre auch nicht so prickelnd. Wobei wir wieder bei diesem vermaledeiten Schwan wären. Ich fang langsam an, den ein bisschen zu hassen. Er macht nur Ärger. Ich bin hier... kann ich hier so hoch? Ja, kann ich. Ich kann an Rohren hochklettern. Boah, ist ja wie in Assassin's Creed hier. Assassin's Swan. Sieht nach einem Wassertank aus. Da drüben ist ein Ballon. Kann ich ihn treffen? Kann ich anscheinend nicht. Aber hier sind wieder die Schwanenspuren. Komm ich darüber? Keine Ahnung. Werde ich gleich mal sehen. Der Fall des verschwundenen Schwans. Super. Wie das fließende Wasser keine Form hat und der Wind unsichtbar ist, so können auch Schlussfolgerungen alle möglichen Formen annehmen. In dieser Folge beschäftige ich mich mit dem Fall des verschwundenen Schwans. Ein kleiner Junge hat seine Mutter verloren und auch sein geliebtes Federvieh. Wurde es mutwillig freigelassen oder steckt eine Entführung dahinter? Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie, denn ich bin Detektiv Lorb. So viel zu Crossover. Nein, ein Wasserschlauch. Geil! Das kann ich ja. Richtig schön krass. Mit den Ranken spielen. Das ist wie ein Maschinengewehr. Das ist so stark, dass ich sogar diese Töpfe hier bewegen kann. Stürzt er hinab. So, wo sollen die Ranken jetzt denn hin? Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich einen Grund haben, dass ich jetzt hier großartig mit dem Wasserschlauch hantieren kann. Darüber? Nee. Da bringt es mir irgendwie nichts. Ah, da oben über die Brücke. Okay. Dann auf den Turm. So wird ein Schuh draus. War ich nicht irgendwo? Genau, da war oben war der. Habe ich mich doch richtig erinnert, dass hier irgendwo noch so ein Ballon rumschwirrte. So. Weg da hier, Rasen. Stört. Jetzt über diese Holzplanken hier. Ja, kommt nicht so schüchtern. Mehr Ranken. Ich hoffe, dass das Wasser mir nicht ausgeht. Und
jetzt hier zu mir rüber. Aber es ist noch ein bisschen dichter, damit ich nicht Gefahr laufe, irgendwie da runterzufallen. So, sollte reichen, denke ich. Juhu. Und ab. Sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt geht's hier in den Turm rein. Und die Ranken nehme ich natürlich mit. Mit Leichtigkeit alle Soldaten des Königs, den halben Zoo und drei Gewächshäuser. Nur mit Hilfe seines zahmen Nilpferds gelang es dem König, sie in das Meer zu drängen. Und obwohl das Wasser jahrelang schwarz blieb, wurde die Kreatur nie mehr an Land gesehen. Ach was. Aha. Okay. Nur sie bis zum Nilpferd genug sein König. Das Meer zu tun. Aha. Dann ist das Monster wahrscheinlich doch, wahrscheinlich doch dieses Wasserungeheuer, das wir schon öfter gesehen haben. Würde ich jetzt mal vermuten, dass es das ist. So, ich nehme an, was haben wir hier? Ich nehme an, wir müssen da hoch. Drauf. Kann ich da jetzt irgendwie da hoch? Ach, wahrscheinlich muss ich hier einfach rüberspringen. Ja. Okay. Uff. Und weiter nach oben zu diesem Fenster. Ja, endlich, wir haben es geschafft. Endlich oben beim Luftschiff. Oh, fliegende Kanonen. Okay. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Untertanen des Königs fortgegangen. Außer dem Riesen, der sehr treu und sehr faul war. Natürlich. Kann man den Riesen von hier sehen? Kann man nicht, oder? Da hinten bin ich, glaube ich, abgestürzt oder so. Da sehe ich irgendwas Blaues. Da liegt der Toast des Riesen. Den kann ich erkennen. Weniger irgendwas. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Ich glaube, wir neigen uns dem... Hallo, Schwan! Neigen uns dem Ende dieses Kapitels zu. Der Schwan fliegt in die Ferne. Kann ich jetzt die Glocke läuten? So, ich werde jetzt gleich das Luftschiff betreten.
Aber an dieser Stelle werde ich nochmal einen Cut machen. Und da das Kapitel dann wahrscheinlich beendet sein wird, werden wir dann in der nächsten Folge in einem neuen Kapitel starten. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Wohin uns der Schwan als nächstes führt. Also, bis dann!